Hallo Fans und Freunde der Vienna, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Plauderstündchen hier an diesem Sonntagnachmittag. Ja, nächsten Mittwoch gibt es das nächste Cup-Spiel gegen SC Maccabi. Organisiert wird die Veranstaltung von footballschool.at, den Link dazu findet ihr unten. Ja, wenn ihr das letzte Vlog vom vergangenen Mittwoch gesehen habt, dann wisst ihr, dass die Herrschaften ganz gut aufgestellt sind und sich sehr auf das Spiel, auf dieses ja, für sie Highlight des Jahres freuen und natürlich auch gut eingestellt sind. Und das sollte uns natürlich Warnung sein, hier alles zu geben und natürlich unsere Mannschaft gut zu unterstützen. Denn Auswärtsmatches, naja, das war ja wohl nicht so wirklich unsere Stärke im Herbst. Aber jedes gewonnene Cupspiel, das bringt nicht nur Prestige, sondern auch einiges an Geld für die Vienna. Ja, dann kommen wir auch gleich zum wichtigsten Teil des heutigen Plauderstündchens. Wie kann es anderes sein? Ich würde gerne mit euch ein bisschen über den Infoabend vom vergangenen Mittwoch, vom 21.11. plaudern und ja, meine Eindrücke von dieser Veranstaltung wiedergeben. Zuallererst ein ganz großes Dankeschön an den Vorstand bzw. an die Vienna, dass sie diesen Infoabend veranstaltet haben. Ein wichtiger Schritt zur Verständigung mit der Vienna Family, finde ich. Und bitte öfters machen. Bitte öfters machen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Persönlich hätte ich auch noch die ganze Veranstaltung auf Video aufgezeichnet, um eben den Herrschaften, die bei dieser Veranstaltung nicht persönlich anwesend sein konnten, hier ein objektives Bild zu bieten. Leider Gottes hat auch der Verein bis dato noch nichts zu dieser Veranstaltung gepostet bzw. irgendwo herausgebracht. So werde ich heute meinen subjektiven Eindruck von diesem Abend euch hier bei diesem Plauderstündchen wiedergeben. Ja, es waren hauptsächlich Mitglieder der, sagen wir mal, gehobenen Alters anwesend. Mitglieder und VIP-Stammgäste haben hier ja, recht ungezwungen auch mit dem Geschäftsführer gescherzt. Leider Gottes sind recht wenig Herrschaften aus dem Fanblock anwesend gewesen, was ich persönlich sehr bedauere, weil es sollte eine Veranstaltung für uns alle sein und hier auch viele unterschiedliche Meinungen hier an die Vienna weitergegeben werden. Bei Griech, Linker und Katzer hat man in der Körpersprache und auch in der Diktion gemerkt, dass die Anspannung der letzten Monate nicht ganz spurlos an ihnen vorübergegangen ist. Die Stimmung war anfänglich auch recht gespannt, teilweise sogar gereizt. Mit Fortlauf der Veranstaltung hat aber dann ja, die Stimmung wieder nachgelassen und wich teilweise einer ja, recht amüsanten und sogar teilweise sogar ausgelassenen Stimmung. Es kam dazu auch zu sehr launigen Meinungsaustauschen. Was mir persönlich gut gefallen hat, war der Gerhard Grisch, der Geschäftsführer, der die Unsicherheit, die er noch vor einem Jahr hatte und die auch mit Gereiztheit und Überheblichkeit überspielen versucht hatte, mittlerweile hat er das abgelegt und die ca. 36 Wiener interessierten Fußballfans teilweise launig und sogar recht amikalen Gesprächen durch den Abend geführt. Ja, zuerst hat der Geschäftsführer das Wirtschaftliche angesprochen. Es ist soweit alles im Plan. Das heißt, die Wiener, die ja noch vor einem Jahr mit Konkurs und Ausgleich und was weiß ich alles, ja am Rande der Existenz gestanden ist, wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen, natürlich auch finanziell wieder besser aufzustellen, dank natürlich neuer Sponsoren und natürlich Einsparungen etc. Es war ja da vieles im Argen. Will man der Geschäftsführung glauben, dass hier natürlich einiges versäumt worden ist, nicht nur geschäftlich und so weiter. Stadiondach zum Beispiel etc. Also das war sicherlich eine schwierige Zeit. Die Bilanz ist mit 30.06. abgeschlossen und wird dann bei der Generalversammlung nächstes Jahr präsentiert werden. Dann hat er noch erzählt von der Sponsorensuche, die ist eben sehr intensiv. Er hat erwähnt, dass teilweise 12 bis 15 Gespräche notwendig sind, um einen Sponsor sozusagen an Land zu ziehen. Dabei auch das Projekt 150.000 erwähnt. Da ist das Ziel noch nicht annähernd erreicht. Klarerweise in der fünften Liga ist es eben sehr, sehr schwierig, hier potenzielle Geldgeber zu finden. Aber ich finde, sie machen einen sehr, sehr guten Job und man muss überlegen oder auch bedenken, dass es ein sehr, sehr kleines Team ist und so gesehen wird es auch noch einige Zeit dauern, um eben hier auch finanziell Stabilität und dadurch auch wirtschaftliche Stabilität zu finden.
Ja, dann hat er uns erzählt, nach dem Aufsichtsbeirat gibt es jetzt auch einen Wirtschaftsbeirat und der wiederum daneben hat den 1894er Club. Das ist ein Business Club. Damit werden eben zu Wirtschaftskunden Kontakte geknüpft, die auch bei der Sponsorsuche helfen sollen. Das soll angeblich ganz gut funktionieren. Ich habe euch hier schon erzählt, dass die Veranstaltungen dazu werden von Konstantin Aurel organisiert. Und ja, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Idee. Nicht keine neue Erfindung, das machen andere Großmannschaften wie, was weiß ich, Rapid Austria schon seit vielen Jahren. Aber es ist gut, dass, wie gesagt, auch die Vienna trotz fünfter Liga eben hier gleich anfängt, hier eine gute Basis zu schaffen und mit Wirtschaftstreibenden nicht nur ins Gespräch kommt, sondern auch ins Geschäft kommt, weil, ich glaube, das habe ich eher in diesem Kanal schon öfters erwähnt, Fußball, moderner Fußball, wie er heute gemacht wird, stattfindet, das ist ein Wirtschaftszweig und muss natürlich sich auch finanziell rechnen. Nicht zu vergessen, wir haben ein großes Stadion, wir haben ein großes Nachwuchszentrum, wir haben einen großen Kader. Es ist einfach finanziell groß aufgestellt, nicht für die fünfte Liga gedacht, sondern natürlich weiter oben, RLO, Bundesliga etc. Aber natürlich hier sich wirtschaftlich zu stabilisieren und Herrschaften sozusagen hier zu Vienna zu bringen, ist natürlich ein wichtiger Weg, um hier auch dann ja, langfristig dann auch finanziell, monetär gut aufgestellt zu sein und hier auch seine Rechnungen zu zahlen, weil das bringt natürlich dann bessere Spiele und ergo natürlich auch bessere Platzierungen in jeder Tabelle. Der Geschäftsführer hat noch von Projekten erzählt, wie zum Beispiel SAP, allen voran das Ticketing, das heißt den eigenen Kartenverkauf, ein bisschen so diesen Ablauf erklärt und natürlich auch erzählt, dass hier, so wie jede moderne Firma Computer unterstützt, hier auch natürlich die Kundendateien und Mitgliederdateien und so weiter hier besser verwaltet werden können und hier natürlich auch die Marketingaktivitäten einfach besser zu nutzen. Und das ist natürlich sehr zu unterstützen. SAP gab es natürlich auch schon kritische Meinungen darüber, aber ist natürlich ein guter Sponsor und wie gesagt auch natürlich die Lösung, die zum Beispiel in Deutschland in der Bundesliga gang und gäbe ist und das eben, wie gesagt, wird hier sukzessive auch bei der Vienna in den nächsten Monaten oder Jahren stattfinden, das eben besser computergestützt zu organisieren. Dann die Parkraumbewirtschaftung wird im Frühjahr abgeschlossen, das heißt der Parkraum vor dem Stadion wird dann hier auch besser genutzt werden und natürlich auch hier werden Einnahmen generiert werden. Dann kam das Thema auf das allgemein gefürchtete Szenario, was passiert, wenn die Vienna im Frühjahr doch nicht aufsteigt in die erste Wiener Liga. Der Geschäftsführer, der Gerhard Grisch, hat dann gemeint, es gibt Verträge, die über die Saison hinauslaufen, Garantien gibt es keine. Und das ist so einfach wie ehrlich. Persönlich glaube ich jetzt nicht, dass Unica und so weiter abspringen werden, nur weil wir es halt dann vielleicht doch nicht schaffen. Wenn sie aber eine Entwicklung sehen und wenn sie sehen, dass halt auch die Fans dabei bleiben und dass hier auch die Unterstützung und so weiter stattfindet, sicherlich hier auch noch Geld investieren über eine gewisse Zeitraum. Vielleicht kleinere Firmen abspringen etc., aber sonst glaube ich nicht daran, aber es wäre natürlich sicherlich mal sehr, sehr wichtig, in die nächste Liga aufzusteigen, um hier auch medial schon ein bisschen besser aufgestellt zu sein. Aber wie gesagt, ein sehr, sehr kleines Team arbeitet daran und versucht eben, das eben sehr professionell umzusetzen. Und da ist eben der Gerhard Grisch, der Geschäftsführer und sein Töchterlein, die Kim Grisch dabei und eben der Tommy Loy, die eben versuchen, da eben Marketing bzw. auch das Geschäftliche hier ja, bestmöglich abzuwickeln und umzusetzen und den Verein am Laufen zu halten. Dann abschließend hat der Gerhard Grisch noch die Frage, die natürlich die meisten auch im Internet gestellt haben, wo will die Vienna hin? Das klare Ziel ist diskussionslos in die nächste Liga, am besten so schnell wie möglich natürlich in die Regionalliga Ost zu kommen, um hier eben dann auch nicht nur wirtschaftlich, sondern natürlich auch spielerisch und sportlich eben weiterzukommen. Und ich glaube, das ist das allgemeine Ziel und das spürt man auch im Verein, dass das weiterkommen muss, also dass wir eben die Ligen aufsteigen müssen. Ja, es ist halt doch leider nicht so einfach aus unterschiedlichen Gründen. Dann kam unvermeidlich die Sprache auf das Simmering-Spiel, das wir zwar 4-2 gewonnen haben, aber leider Gottes durch einen dummen Fehler die drei Punkte
ausgerechnet an Simmering abgeben mussten, die jetzt in der Tabelle vor uns sind. Und ja, da kam es natürlich dann auch schon zu recht emotionalen Fragen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hat der Geschäftsführer sehr gut reagiert und das muss ich auch lobend aussprechen, sich da gemeint, dass der Fehler wurde vom Verein gemacht und sich damit auch vor Trainer und Sportdirektor gestellt haben. Es wurde eingeloggt, es wurde scheinbar nicht abgespeichert und es wurde dann am Zettel halt einfach überlesen, dass der Name des Spielers eben nicht draufsteht. Ist auch schon großen Clubs und Vereinen passiert und ja, was soll man jetzt machen? Abhaken, weiter tun. Ja, und schauen, dass das halt in Zukunft nicht mehr passiert. Und das lobte eben der Geschäftsführer. Große Besserung. Es wird jetzt angeblich von 5 Personen jedes Mal durchgelesen, damit eben dieser eine Fehler nicht mehr passiert und auch versucht, auch die Abläufe hier zu verbessern, dass auch die Spieler nicht mit dem falschen Trikot auflaufen und. Also ein Matchtag ist natürlich ein sehr, sehr stressiger Tag und wie gesagt, da muss man auch ein bisschen Einsicht zeigen, im Nachhinein hier Köpfe rollen zu lassen, wozu? Ich meine, Fehler können passieren, die Leute versuchen ihr Bestes aus. Aber ich fand das eben eine sehr schöne Geste vom Geschäftsführer und ich hoffe, dass dieses Wir-Gefühl sukzessive dann hoffentlich auch früher oder später auf uns Fans übergeht. Meine Kritik nur damals war die Kommunikation mit den eigenen Fans. Stichwort Markus Katzer Interview in einem sportclubnahen Forum. Somit kann man Missverständnissen vorbeugen, somit kann man Gerüchten vorbeugen, dass der Linienrichter noch irgendwas gesagt haben soll oder gewarnt haben soll oder die Simmeringer noch irgendwas gemacht haben sollen und so weiter und so fort. Sondern so schnell als möglich an die Öffentlichkeit zu treten und zu sagen, wie ist die Sachlage, so schaut es aus, das schafft Vertrauen, Vertrauen zu den Fans und beugt einfach Diskussionen vor. Ja, dann wird das auch schneller verarbeitet und abgehakt werden und das ist eben die große Bitte, die ich habe, hier schneller sachbezogen mit Informationen an den Fan zu kommen. Facebook oder Twitter oder Instagram oder was weiß ich, auch YouTube zum Beispiel, wobei Facebook sich hier sicherlich am besten anbietet und hier gleich sachgerecht sagt, so, das ist passiert, tut uns leid. Sie haben sich auch beim Team entschuldigt, der Sportdirektor und der Trainer. Und ja, wie gesagt, kann passieren, wir machen weiter. Die Antwort war ja dann gleich beim nächsten Spiel wirklich ein fulminanter Sieg und das ist, glaube ich, die beste Antwort, die wir geben können, nämlich sportlich und sagen, abhaken, weitermachen und nur mental starke Mannschaften, die so Niederlagen bzw. auch Rückschläge gut wegstecken kann, das sind Mannschaften, die dann früher oder später den Erfolg haben werden und davon bin ich komplett überzeugt und da sind wir Wiener Fans auch gefragt, hier die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen und nicht mit Zwischenrufen und versuchen, da irgendwelche Schuldigen auszumachen und Köpfe rollen und so, das ist sinnlos. Und ja, einfach positiv bleiben, hoffentlich positiv bleiben, weil wir können nur nach vorne schauen und weitermachen. Ja, dann kam auch noch das Gespräch auf etwaigen Nepotismus, den Trainer betreffend, weil sein nahe Verhältnis zum Markus Katzer, zum Sportdirektor, Katzer hat das sofort vom Tisch gestrichen und hat gesagt, Linker ist der beste Trainer in dieser Situation, er ist ein harter Arbeiter, vielleicht nicht so der emotionale Trainer, den wir gerne als Wiener Fans haben wollen, wie seinerzeit noch Data oder eben auch Johann Klärens, solche Leute, die halt sehr ja, mitgelebt haben. Er ist eher der Tüftler und der präzise Arbeiter, aber ich glaube, wir haben genug auch Co-Trainer wie René Fischer und so weiter, die halt hier das Emotionale auch weitergeben können. Zweitens war an den Katzer die Frage gestellt, dadurch, dass er auch bei Stars and Friends arbeitet, zwecks Spieler, die hier eingekauft werden und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, und da gebe ich auch dem Markus Katzer recht, dass kaum Spieler Interesse haben, bei Stars and Friends hier in der 5. Liga zu spielen, weil in der 5. Liga werden eher kleine Gagen ausgezahlt und damit ist auch die Vermittlungsgebühr eher gering für Stars and Friends. Also Markus Katzer hat sicherlich viele Kontakte zu interessanten Spielern und wird hier sicherlich auch außertourlich neben Stars and Friends hier auch Spieler finden, die uns hier unterstützen. Die erfreuliche Mitteilung und auch mein persönlicher Gruß heute raus an den Markus Katzer.
Er wird wieder einsteigen in die Meisterschaft und zwar in der Frühjahrsrunde wieder mit der Kampfmannschaft mitspielen. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Schritt, nicht nur sportlich, sondern auch emotional für die restlichen Spieler, die ja doch eher sehr jung sind, eine Führungsposition hat mit 38 Jahren und über 500 Spielen in den Beinen, eine Rapid-Legende. Wenn ihr im Stadion seid, dann seht ihr ihn an der Legendenwand. Und der sozusagen hier für die Vienna brennt. Die Vienna hat schon sehr viel traurige und schlechte Spiele erlebt. Ich darf an das Schwächert-Spiel 2015 erinnern. Da hat, glaube ich, nur einer auf dem Feld für die Vienna gespielt, nämlich Markus Katzer. Und er ist sicherlich eine Führungsposition für unsere Mannschaft, für unseren ganzen Verein. Es braucht halt vielleicht hier noch eine, sagen wir mal so, Vaterfigur, nicht Führungsposition, aber Vater, Führungspersönlichkeit, sondern eher Vaterfigur. Und mit 38, der ist ja auch Papa, dann kann man dann auch wirklich auch die Jungen hier ja, in die nötige Richtung hier lenken, um eben auch hier den Erfolg zu haben. Denn wie die meisten, die von euch Fußball gespielt haben, wissen, es ist zwar ein Teil der Sportliche, aber wichtig ist auch das Mentale. Das macht viel aus, entscheidet eben sehr, sehr viel über Sieg oder Niederlage bei einem Match. Und da ist eben, wie gesagt, mit einem erfahrenen Spieler wie Markus Katzer sicherlich die richtige Person gefragt. Es sollen auch noch junge Spieler hier ein bisschen geschont werden, die ein bisschen rausgenommen werden aus dem Druck. Die erleben halt jetzt eben durch ihre ersten Meisterschaftsspiele eine große Anforderung, gehen zum Teil durchs Feuer. Es sollen natürlich auch viele Spieler herangeführt werden an die Kampfmannschaft, die aus dem Nachwuchs nachkommen sollen. Eh klar, weil günstiger als nachkaufen und natürlich auch mit den Vereinsstrukturen besser vertraut und ihnen auch meiner Ansicht nach auch klar machen, wie wertvoll das ist und wie schön das ist, für den ältesten Fußballverein Österreichs zu spielen. Das, glaube ich, wird uns sicherlich auch weiterhelfen und viele Spieler dann eben davon überzeugen, hier mehr aus sich herauszukommen und hier auch natürlich hoffentlich erfolgreich für unsere Vienna spielen. Nicht nur mir ist es schon aufgefallen, dass viele junge Spieler durch Zwischenrufe der bösesten Sorte unter Druck gesetzt werden. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Und wo ist der Geist der Vienna Family? Es nützt einfach nichts, junge Spieler, die teilweise eben noch nicht die Erfahrung haben, die teilweise nervös sind und so weiter, hier auch noch zusätzlich Druck zu verpassen, sondern erstens einmal denen eine gewisse Entwicklungszeit zu geben und zweitens zu zeigen, wie wir hinter unserer Vienna stehen, auch bei schlechten Spielen, auch bei verlustreichen Spielen, auch teilweise bei schlechten Tagen. Jeder Spieler hat das Recht, einen schlechten Tag zu haben. Jeder von uns hat das Recht, einen schlechten Tag zu haben. Wir sollten eine gewisse Solidarität zu unseren jungen Spielern zeigen und ihnen das Gefühl geben, dass das, was sie machen, wertvoll ist und ihnen damit auch sozusagen noch diesen Quäntchen Rückenwind geben, damit sie eben noch mehr aus sich herausholen, denn das ist eben das Schöne bei der Vienna und deswegen bin ich auch so gerne dabei, dass wir auch in schwierigen Zeiten einfach stark zusammenhalten und hier uns nicht unterkriegen lassen und ich glaube, wenn wir die Spieler, die jungen Spieler hier positiv unterstützen, dass hier auch noch zusätzlich ein gewisser Aufschwung reinkommt, auch in schwierigen Zeiten, dass wir hier auch dann gemeinsam ganze Verein, auch die Fans hier weiterkommen werden, aufsteigen werden und dann große Erfolge feiern werden. Positiv herausgehoben wurde der Paul Strasser, der sich sehr, sehr gut entwickelt hat und man versucht natürlich auch andere Spieler jetzt hier durch Positionswechsel hier näher heranzuführen an die Mannschaft und ihnen halt auch ein bisschen versuchen, den nötigen Spielraum zu geben. Vielleicht Spieler, die das nicht so ganz gut umgesetzt haben, ein bisschen herausnehmen, auszutauschen etc. Das ist klarerweise ein Prozess, der jetzt stattfinden muss und natürlich nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Man kann die Mannschaft, die jetzt am Feld ist, nicht vergleichen mit der Mannschaft im Frühjahr, die ja einfach längere Zeit zusammengespielt hat und natürlich auch wesentlich erfahrene Spieler darunter waren. Aber ich glaube, man kann dieser Mannschaft vertrauen. Sie hat auch viel Positives gemacht. Wie gesagt, die Unterstützung sollte nicht nur von den Trainern und vom Trainerstab sein, sondern auch von den Fans. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass der Fan bezahlt, dass er sich etwas erwartet. Aber ich bin auch der Meinung,
es liegt auch an uns und es kostet uns ja wirklich nichts, den Spieler zu unterstützen und ihm dann die nötige Hilfe sozusagen zu geben, um eben hier auch dann gemeinsam Erfolg zu haben. Dann ist das Gespräch gekommen auf unsere beiden Chilenen, Patricio und Stefano, wie es denen eigentlich geht. Sie auch versuchen irgendwie auch zu zeigen, wie die integriert sind in der Mannschaft. Das ist auch angesprochen worden, dass sie weder Englisch noch Deutsch können. Und da ist wieder meine Kritik an den Verein, warum das so wenig kommuniziert wird, weil wir haben erfahren zum Beispiel, dass sie sehr wohl Deutschkurse machen, teilweise mit Native Speaker, dass hier auch Spieler wie der Kev Grisch zum Beispiel auch mit den Spielern, also mit den beiden eben sehr, sehr viel redet und versucht ihnen die deutsche Sprache eben beizubringen, was eben sehr, sehr schwierig ist, weil romanische Sprachen brauche ich wohl nichts sagen oder eben germanische Sprachen, das ist alles sehr, sehr kompliziert und lernt man einfach nicht in ein paar Monaten. Aber, und das finde ich eben so toll, obwohl sie da eben große Handicaps haben, alles für den Verein geben, sich wirklich voll reinhängen und versuchen, so gut als möglich hier sich zu integrieren. Und da, finde ich, sollte der Verein auch mehr Transparenz zeigen und eben uns Fans eben mitteilen, wie geht es den Herrschaften, was machen sie so, wie sind sie so drauf, wie leben sie hier in Wien weit ab der Heimat und so weiter. Und da auch ein bisschen sozusagen Information und ein bisschen Lifestyle zu bringen. Ein Tipp zum Beispiel, ganz, ganz toll waren vor einigen Jahren die Videos vom Ashot, wo eben einzelne Spieler mit kurzen Videos vorgestellt worden sind. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht viel Aufwand und bringt sehr, sehr viel. Ja? Nämlich viel Kommunikation mit den Fans. Es bringt vielleicht nicht Sponsoren, nein, aber ein bisschen zu erfahren, wie geht es den Spielern, wer sind sie, was mögen sie, wie alt sind sie, wo haben sie vorher gespielt etc., kann man gerne im Internet nachlesen, aber so dieses Persönliche, dieses im eigenen Worten, das fand ich eben sehr, sehr schön. Dann war noch die Frage über die Kosten bei der Vienna. Der Geschäftsführer nannte 1,5 Millionen kostet der Betrieb im Jahr und dabei integriert ist eben die Hohe Warte, ist die NWZ Spielmanngasse, sind 250 Nachwuchskinder und natürlich der Trainerstab plus ungeplante Kosten, die unterschiedlich sein können, wie zum Beispiel 17 bis 18 fehlende Befunde, die eben in den letzten Jahren eben nicht erstellt worden sind und so weiter. Und es gab auch Anzeigen von Fans wegen fehlender Pfandbecher. Warum hier Einwegbecher verwendet werden und eben nicht Pfandbecher, hat mich ein bisschen gewundert. Da war auch ein leichtes Glitzern im Augenwinkel des Gerhard Grisch zu sehen. Dann war noch das Gespräch über den Club of Pioneers. Da gibt es eben direkten Kontakt. Geplant ist ein Match nächstes Jahr, 125 Jahre First Vienna Football Club. Ist aber natürlich schwierig mit Terminplanung und muss natürlich dann auch in den Spielplan hineinpassen, aber da ist, so hat man das angeklungen, eben vom Geschäftsführer einiges geplant und ja, sollte natürlich auch einiges stattfinden. Dann kam auch noch das Gespräch auf die Kaderzusammenstellung, mit der wir die Wiener Liga sozusagen bestehen sollen, also wenn wir aufsteigen bzw. eben auch dann weiterkommen in der RLO. Da wurde eben gebeten, damit die Antwort noch ein bisschen zu vertagen auf nächstes Jahr, weil da sind eben noch Gespräche mit verschiedenen Spielern im Gange und in der Frühjahrssaison wird dann eben diese Antwort gegeben werden, beziehungsweise wie das eben zusammengestellt wird und so weiter. Ja, müssen wir halt akzeptieren, wird sicherlich noch einiges verändert werden müssen, klarerweise ist ja eben erst alles am Aufbauen, aber soweit müssen wir Linke und Katze eben vertrauen, dass sie eben hier einen guten Job machen und mit Unterstützung der Geschäftsführung hier auch die Mittel und Möglichkeiten haben und wir können einfach nur versuchen, halt unser Bestes zu geben, aber wichtig, ehrlich und kritisch zu sein, in einer fairen Art und Weise seine Meinung dazu sagen, das kann nicht schaden und hier auch natürlich gewisse Eckpunkte hier anzusprechen, vielleicht jetzt nicht, was den Verein betrifft, und das habe ich ein bisschen vermisst bei diesem Infoabend, dass hier auch nicht ein bisschen über das Fanleben geredet worden ist. Hat meiner Ansicht nach auch ein bisschen der Fanblock gefehlt, hier auch Meinungen hier sozusagen kundzutun. Es gab angeblich eine Fanmitgliederversammlung am nächsten Tag, über das weiß ich natürlich nicht Bescheid, weil dort war ich nicht anwesend, von den Supporters nämlich, aber
ja, dass man hier auch ein bisschen plaudert. Und ich habe hier schon ein paar Punkte angesprochen, aber hier sollte man vielleicht auch mit Marketing ein bisschen eingehen bei so einem Infoabend. Oder dass man eben sagt, was wollen die Fans, was könnte man mit den Fans machen, dass es eben nicht solche Anzeigen oder Gespräche gibt, sondern dass man sagt, okay, das können wir machen, das sind die Eckpunkte und so weiter. Und dann wirklich ein Eye-to-Eye auf gleicher Höhe, Augenhöhe Gespräche zu führen, in einer fairen und offenen Art und Weise hier auch von mir seine Diskussion zu starten und damit auch versuchen, viele Eckpunkte zu klären. Denn ich glaube, umso besser das Gefühl ist und umso schöner es ist, auf die hohe Warte zu kommen zu Vienna-Matches, umso mehr Leute werden kommen. Na, klarerweise wird natürlich der Kern immer geringer, umso weiter man unten spielt. Ich würde jetzt sagen, wir sind circa 250, maximal 300 Vienna-Fans, die wirklich den harten Kern bilden und die zu jedem Spiel an jeden Ort kommen werden und auch wirklich zum Verein stehen, aber nicht unkritisch, das ist vollkommen klar. Nur im Marketing ist die erste Grundlage, was bringt einem weiter, was bringt einem größeren Publikum näher. Und das sind Kontakte. Das heißt, jeder Fan bringt noch einen weiteren Gast mit oder bringt noch mehrere Leute mit, weil er einfach zufrieden ist, weil er das einfach weitergibt. Und da kann auch vielleicht der eine oder andere fixe Fan dabei sein. So ist es mir gegangen, so ist es meisten von euch gegangen. Ich bin vielleicht ein bisschen mehr familiär vorbelastet durch meinen Vater, aber bin dann auch mit dem Günther zum Beispiel einfach mal spontan auf die Warte gekommen und somit sind wir sozusagen geblieben und habe natürlich auch Freunde von mir und der Günther natürlich von seinen Freunden und von Freunden wiederum mitgenommen und so macht das einen Schneeballeffekt oder was weiß ich, Dominoeffekt, dass es einfach Leute mitbringt hier auf die Warte und das bringt natürlich auch geschäftlich viel, denn umso bessere Nachrede man hat, umso mehr Sponsoren oder umso mehr Leute kommen und so weiter und das würde sicherlich dem Verein gut tun. Aber, und das habe ich auch schon angesprochen, auf eine sehr positive Art und Weise. Also nicht versuchen, einfach nur Leute hier reinzukarren, weil dann kann es sein, dass hier Fußballfans dabei sind, die, sagen wir mal so, mit dem Vienna Spirit oder mit diesem Vienna Family ja weniger zu tun haben wollen, sich ihre eigenen Ausdrucksformen suchen, die vielleicht dann eher nicht so angenehm sind, sondern sagt, wir haben hier einen gewissen Spirit, eine gewisse Idee, wie wir Fans sein wollten von Fußballvereinen oder von Fußballmatches oder von Fußballspielen und dann eben andere Leute damit anspricht, die eben auch Fußball begeistert sind und die sich da einfach wohlfühlen, familiärer wohlfühlen. Und dann sollte man halt auch andere Fußballfans, die, mit denen man vielleicht politisch nicht ganz im Einklang ist oder vielleicht auch Ansichten nicht im Einklang ist, nicht gleich dann halt, was es sich, die Meinungen draufdrücken und sagen, du bist kein Vienna-Fan, weil du bist so und so. Ich finde, Meinungen sollten frei sein und sollten, ja, offen ausgesprochen werden und jeder hat das Recht, seine Meinung zu haben, auch wenn es mir nicht gefällt oder dir nicht gefällt, steht jedem seine Ansichten zu und solange niemand dabei physisch oder psychisch verletzt wird, ja, ist es so, wie es ist. Also ich glaube, die Freiheit und Individualität sollten wir uns zugestehen und auch gönnen. Meine Lieben, das war das heutige Plauderstündchen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like, abonniert den Kanal, schaut auch auf den anderen Kanälen vorbei und sonst hoffe ich, dass wir uns recht zahlreich sehen. Vergesst nicht drauf, Mittwoch, Cupspiel, unterstützen wir unsere Mannschaft. Bis zum nächsten Mal. Kamen Vienna.